Zockermorde. Es ist 1 Uhr, noch 5 Stunden bis Tagesanbruch. Düp, düp, düp und damit herzlich willkommen zu The Nightfall. Huhu. Folge 7, Kapitel, Spielstand 11. So, wir haben einen Schlüssel gefunden, in dem wir das Spiel gespielt haben. Auf der Konsole, The Nightfall, waren wir ein Paralleluniversum. Und konnten den Schlüssel sehen. So, ich glaube, wir sind so halbwegs hart ausgerüstet. So, das lassen wir mal liegen hier. Ah, scheiße, ich nehm's mit. So. Wir haben mal Schlüssel, konnten hier aufmachen und haben was gelesen, was ich gar nicht mehr so genau weiß. Für euch jetzt, okay. Ihr habt es ja erst gesehen. Ach ja, da wollte er mit dem Spiel spielen. Von Pee-Wee. Pennywise? Pee-Wee, Pennywise? Einfache Regeln. Aber man spielt das ohne Kleidung? Man spielt es ohne Kleidung. Ah, jetzt weiß ich wieder, Mr. Lanef. Man spielt es ohne Kleidung. Nackedal-Spiel ist das hier. Nur ein Vibrato-Action jetzt hier ab von einer. Jetzt wirst du fesseln und dann geht der Vibrator rein. Kleine perverser Clown ist das. So, jetzt müssen wir mal die Lage checken hier. Er will ein Spiel spielen. Dann spielen wir ein Spiel. So, natürlich müssen wir unsere Routine wieder hier reinkriegen, mit alles aufmachen. Oh, kein Bild. Scheiße. Wir sind tot. Sind wir der Geist? Okay, hier könnte man gehen eigentlich. Ah, das habe ich angemacht. Das gibt mir Nerven. Dann machen wir mal aus. Wir wissen ja, der 100 Bild, es kommt ein Gewitter. So, Bier magst du nicht, ne? Ich Bier. Mag kein Bier. Mag kein Bier. Nee. Wir machen Alza oder so, weiß ich nicht. Okay. Oh ja. Vor allen Dingen übelst die riesen Dinger, Alter. Ich dachte mal, so eine Stange kippen ist das, ey. Wenn du das nicht richtig gesehen hast. Und mir ist aufgefallen, wenn ich mir die Videos da so mal reingeguckt habe, einige Sachen sind echt verdammt dunkel, die ich jetzt hier relativ hell sehe, muss ich sagen. Sorry for that. Aber ihr wisst es ja gar nicht, dass das eigentlich viel heller ist. Alter! Was ist das? Ah, das ist der Eisfang? Da ist er, der Eisfang! Das ist der Eisfang, wenn man durch die Gegend läuft. Und da ist der kleine Wichser drinne. Ja, er verkauft kein Eis. Nimm mich mit. Passiert was? Kloppt er sich da ein oder was? Nu? Nervt aber nur. Maybe, wa? Komm ich raus vielleicht? Immer noch eingesperrt in meiner Butze. Oh, er fällt weiter! Tschüss! So ein Gewitter. Schon wieder die Bücher, ja, okay. Haben mich jetzt nicht erschrocken. Oh, der geht mir auf die Nüsse, ne? Mit seiner Tüte leider. Komm. Immer hoch. Erste Anlaufstelle ist immer Kinderzimmer. Immer das Kinderzimmer. Jerry, bist du noch da, Lappen? Ja. Hier war doch gerade was. Den haben wir auch schon durch.
Ja. Diese Affe zum Beispiel, den sehe ich jetzt eigentlich recht gut. Kommst du wieder? Hau ab! So, wollen wir Vibrato holen. Ich habe bereits 5 Kerzen. Nö. Gucken wir nochmal raus. Da fährt er wieder. Da hält er an. Okay, der dreht hier seine Runden. Ich drehe meine Runden. Ich drehe hier schon seit Stunden. Hier so meine Runden. Wir müssen den Vibrator rausstellen ans Fenster und dann geht's ab. Nicht jetzt, mein kleiner Freund. Ja? Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Karriere, Karriere. Vielleicht später. Nein, danke. Meine Beine sind schon. Nicht jetzt, mein. Na los, komm, einmal noch. Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Okay, hier ist nix. Nervt nur ein bisschen. Ist okay. Fahr pissig hier. Und die Scheiße aus. Mitten in der Nacht. Die anderen, die rauskommen und gucken. Warte mal, und jetzt? Das ist immer noch. Warum kann ich den hier bewegen? Ich raff's nicht. Das sieht auch richtig eklig aus. Mal gucken wir hier nochmal rein. Den hat man schon, ne? Ich weiß. Ja. Boah, ja, je, Gewitter. Okay, hier ist nichts, ne? Sondern nochmal. Ich muss irgendwas. Jetzt weiß ich wieder nicht, was los ist. Warte, was muss ich machen? Ich habe den Eiswagen gesehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ein Zettelchen finden, was ich nicht gesehen habe. Hier vielleicht, aber noch kein Zettel drin. Lauf ich zu geil, Alter. Fuck da. Fuck da Mongo, Junge! Okay, hier ist erstmal nix. Hier ist nix. Aber auch nix. Ich laufe wieder hier 8 Stunden rum, weil ich hier irgendwas nicht sehe. Das Spiel werden wir auch nochmal machen. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Ja, sehr gut. Eigentlich müsste man ja rausgehen. Da ist der Zettel, alles klar, oh, Alter. Geehrte Nachbarn, es ist uns zugetragen worden, dass mehrere Mitglieder unserer Nachbarschaft einen Eiswagen beobachten konnten, der durch das Viertel zieht. Das ist insofern ungewöhnlich, da wir mittlerweile Herbst haben und die Saison von Eis vorüber sein sollte. Trotzdem nähert sich der Wagen von seinem Fahrer unseren Kindern. Wir sind natürlich begeistert von seinem Clownskostüm, doch die Eltern sind besorgt. Sollten Sie den Eiswagen erneut sehen, fordern Sie den Fahrer bitte auf, unsere Nachbarschaft zu verlassen. Sollte er sich nicht kooperativ zeigen, rufen Sie bitte die Polizei. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Viele Grüße. Okay. Ja, jetzt haben wir einmal den Eiswagen draußen gesehen. Und Nachbarschaftswache macht Alarm. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht, ne? Es baut sich so langsam auf. Und, fandet ihr den gruselig? War cool zu sehen, dass da draußen was ist, aber irgendwie... Es ist 1.30 Uhr, noch 4,5 Stunden bis Tagesanbruch. 4,5 Stunden, das heißt 9 Spielstände noch. Gut. Gucken, was jetzt kommt.
Da muss man langsam mal scharf gehen hier. Ja, wir gehen erstmal im Erdgeschoss rumgucken natürlich, ne? Ich weiß auch nicht, wann dieser Zettel dann halt jetzt aufgetaucht wäre, weil... Wo ich da lang gegangen bin, war er ja noch nicht da. Deswegen sieht man manchmal auch Sachen vielleicht, weil man abgeguckt hat schon. Aber der taucht erst auf, wenn irgendwas passiert ist und den Raum verlassen hast, dann wieder reingehst. Maybe, maybe. Don't trust the adults. Machen wir wieder alles auf hier. Aber definitiv wird hier noch ein Stromausfall kommen. Da. Wenigstens die Dinge wieder sauber zumachen. Ab in den Kühlschrank gucken. Auch nix. Dann würde ich euch sagen, gehen wir mal ins Badezimmer. Ich glaube, da war noch gar nichts. Ich würde euch prophezeien. Ich prophezei es euch. Hier wird einer. Irgendwann wird hier liegen dann. Ne? Naja. Naja. Jetzt will ich hier alles absuchen, nicht, dass hier wieder auf einmal doch was im Regal liegt. Oh, hier sind auf jeden Fall das gute Wissfeuer. Kein besseres Feuer, um sich Kerzen anzuzünden. Ja, hallo? Jetzt ist es Run. Ich hab's doch vorher schon gelesen, Leute. Haben wir das schon so zusammengesetzt in mein Gehirn? Jetzt ist auf jeden Fall ein Wort raus. Ich würde ja wegrennen. Du Lappen. Aber. Jerry, erzähl mir, was hier los ist, Leute. Mann, erzähl's mir. Was bist du, eine Hamster oder ein Meerschweinchen? Könnte gut ein Meerschweinchen sein. Oh, weiß nicht. Ist Meerschweinchen Hamster nicht selber irgendwie? So eine Art? So. Bin mal ein kleiner Nager. Oh nein. Sag mir nicht, dass der Strom jetzt auch noch ausgefallen ist. Horrido, Leute, es geht los mit Taschenlampe und allem. Alter, wie weit ich hochgucken muss, Alter. Wir hätten so behindert seine Taschenlampe. Ja, jetzt kommt Stimmung auf. Jetzt werde ich wahrscheinlich richtig was verbrannt. Also geht auch so, aber ich glaube, im Video werdet ihr nicht so viel sehen ohne die Taschenlampe. Leute! Da muss man das mal reinstecken für. Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere konzentrieren. Da, da ein Zettel. Den nehmen wir. Ich kann hier nicht sitzen, bis die Polizei sich meldet. Ich rede noch immer mit den Nachbarn. Irgendwo müssen unsere Kinder ja sein. Die Ray Fians von Kinder sind immer im Urlaub. In der übrigen Straße müssen alle da sein. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Da sind sowieso alle aufgeräumt. Ich gebe nicht auf. Ich finde unsere Kinder. Warte hier auf mich, wenn du zurück bist.
Maggie. Maggie sucht die Kinder. Und ich dachte, wäre es jetzt der Zettel schon gewesen. Aber nein. Jetzt? Vielleicht später. Ja, vielleicht. Feuer haben wir. Also immer noch. Das Köpfe hier drauf. Warte mal. Schön, dass du ein bisschen interagieren kannst hier mit den Sachen. Aber, warte mal. Ich glaube so, die Batterie geht ganz schön heftig schnell alle, ne? Kann das sein? Ja, da lacht die ein. Haha! Ich habe bereits 5 Kerzen. Wollen wir hier gucken? Schnell runter. Ich weiß nicht, seht ihr was hier? Ich mach vor. Also hier ist nichts. Ja. Ich denke mal im Kinderzimmer, da verändert sich immer was, da muss ich ja nochmal rein dann. Wette ich. Ach, hier war ich doch schon überall, Mann. Hier ist nichts. Ah. Ja. Wie ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Das alles bei tosendem Gewitter. Die Verwirrung war perfekt. Da hätte man vermutlich eine Bank ausrauben können, ohne dass jemand etwas merkt. Oder Schlimmeres. Spielstand wurde gespeichert. Das war Spielstand 12 Mal im Hohen. Wie es weiß, ich mal noch ein. Wollen wir mal ganz verrückt. Das machen wir mal ein Dreier. Weil ja, YouTube jetzt meinen, den Leuten die Partnerschaft wieder zu entziehen, die keine 1000 Abos haben. Und keine 4000 Watchtime. Watchtime habe ich. Aber die 1000 Abos ja nicht, Leute. Also gibt man richtig Gas. Und es war ja früher so. Es ist 2 Uhr, noch 4 Stunden bis Tagesanbruch. Es ist ja so, wenn du früher warst, wenn du kein Partner bist, konntest du nur 15 Minuten Videos hochmachen, keine Videos planen, keine eigenen Thumbnails. Ah! Wenn das wieder so kommt, dann ist das scheiße, Leute. Da müssen wir uns mal über was überlegen, was wir hier machen. Und hier ist was. Also schön hier verbreiten, dass hier Abos kommen. Wir brauchen 1000 Abos. Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Frederick! Frederik ist hier. Da muss nochmal. Passt ja, heute ist der Tag, wo Frederike hier rummacht mit ihren. Das ist der Sturm. Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederick. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. Sicher der. Sicher der Clown, Alter, ohne Witz. So, wenn der hier. Muss ich schmutzige Filme schon finden, oder? Kinderpornos? Das geht nicht klar. Ach komm, wir gehen zur Tür. Ich will mich doch locken. Na. Ja, wenn du suchst, ist es schon ein bisschen spannender. So, ist hier noch irgendwas? Wir müssen gucken. Vielleicht brauchen wir mal Schlüssel. Vielleicht direkt wieder. Und alle, das geht so schnell hier. Ich dreh ab. Was gerade klopft hier? Hier in der Küche. Ach klar, es geht ja gar nichts mehr hier. Ich kann doch gar nicht mehr zocken.
Wow! Guck mal, Kühlschrank. Das müsste eigentlich... Ah, ne, so schnell geht das nicht. Die Sachen schlecht werden, aber... Ein bisschen hält das hier aus. Das ist ja isoliert, ne? So. Bin gespannt, ich bin gespannt. Wir müssen ein bisschen beeilen, weil wir halt ja haben wir das Verbrauchsmaterial hier. Kein Bock hier im Dunkeln, jetzt kommt die Schale vorgeschlagen. Ich höre. Halt, halt, halt da. Schatz, heute hat ein Bote ein Dreirad für Mike gebracht. Weißt du, von wem es kommt? Kleinen Drechen Clown. Von einem der Eltern aus der Schule. Ich hoffe, du hast es nicht von unserem Urlaubsgeld genommen. Dreirad, ich weiß, wo wir hin müssen. Stand doch hier, sag ich doch. Darfst du dich angucken, okay. Oh, okay. Warnung. Taschenlampe erstmal wieder auffüllen hier. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ja, mach mir den Mann. Wir haben bereits 5 Kerzen. Meine Zicke. So. Gut. Ja, wahrscheinlich ein Satz mit X war wohl nix. Hallo, oh ja. Schade, hier ist immer noch nichts. Aber wir können nochmal hochgehen ins Kinderzimmer. Ah! Ah, fick dich! Scheiße. Okay, der war gut. Der war gelungen. Der war gelungen. Siehst du, den kann ich mir noch nicht. Juhu. Also spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Vielleicht hätte ich hier eine Flocke gemacht. Gibt's hier draußen eine Kerze? Nee. Na ja, gehen wir nochmal ins Kinderzimmer. Wann? Vielleicht. So, wir machen hier nochmal alles auf. Gut. Gut. So. Ein bisschen durchhechten hier, weil ich wie gesagt, jetzt ist die Zeit bei mir im Nacken. Okay. Alles klar, die geht runter auf Minimum und geht anscheinend immer an und aus. Also nach Zeit, aber lädt sich leicht wieder auf. Kleiner Ficker, du warst das doch hier, ne? Oh! Oh! Komme! Und. War da gerade einer, Alter? Nee. Ist der Schaukelstuhl die ganze Zeit da? Ich kann mich nicht erinnern. Vibrator-Action? Hallo? Ich möchte mich jetzt zunächst auf meine Karriere. Muss ich ja mal entspannen jetzt hier in Ruhe. Immer noch? Immer noch.
Gut, die Wecker sind aus. Keine Blinke mehr. Und hier ist nichts. So, ich lass mal kurz die Taschenlampe aus. Ja, hier kann ich nochmal anmachen, ist okay. Okay, was soll jetzt hier passiert sein? Ich hab's nicht gesehen. Tickert manchmal ein bisschen scheiße, kann das sein? Gut, also hier ist nichts. Da war auch nichts. Komm mal ein. Jo! Aha, 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 aha. Nein, 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 nein. Den hatten wir ja schon. So, hier ist ja der Eiswagen, oder? Kommt er wieder? Ja, ich komme mit. Da ist er. Verpiss dich. Raus aus unserer Nachbarschaft, eh? Ja, so, ich muss mal hier was finden jetzt hier langsam, ne? Okay, hier ist nichts. Ja. So, dann müssen wir gucken, ob wir... Weiß ich nicht so recht. Okay, das ist natürlich immer so stumpf, ist es immer ein bisschen so suchen. So wenigstens so. Weiß nicht. Das ist irgendwie noch nicht mal so ein Rätsel, wo ich irgendwie drauf kommen könnte. So richtig zufällig irgendwie so, ja. Oh, da war Grüße. Leute. Da muss er noch mal rein. Oh, widerwärtig. Haben wir hier irgendwo eine Kerze? Ah, hier ist der Zettel, hier ist ein Zettel, hier ist ein Zettel. Hayat, made in USA by Bikes for Kids. Gekauft am 3. November 1969 im Smith & Sohn Biker Store. Das wissen wir sein. $79,99 inklusive Steuern mit kostenlosem Lieferdienst. Persönlicher Gruß des Käufers. Hier ist das Dreirad, das du dir gewünscht hast, Mike. Viel Spaß damit. Ich liebe es, Kinder zum Lachen zu bringen. Mit besten Grüßen. Ein fröhlich grinsender Freund. PS, wenn du Lust hast, drehen wir bald unseren gemeinsamen Film. Dein Dreirad kannst du natürlich mitbringen. Alles klar. Perverser Clown der, du. Naja, so. Also es war ein paar neue Schocker drin für mich jetzt, weil ich die anderen Spiele kenne. Da habe ich mich doch gleich erschrocken. Und dieses dunkle Setting und so ist schon viel, viel, viel stimmungsvoller, muss ich sagen. Das Licht hätte schon viel eher ausfallen sollen. Und dann vielleicht nicht ganz so lange. Es ist 2.30 Uhr. Noch 3,5 Stunden bis Tagesanbruch. So, meine Freunde, an dieser Stelle, 2.30 Uhr, machen wir Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wollt ihr nichts verpassen? Lasst ein Abo da, das nichts kostet. Über ein Däumchen freue ich mich natürlich. Und über einen wohlwollenden Kommentar von euch. Lasst uns gerne diskutieren. Ich lese alle Kommentare. Und versuche auch immer zu antworten. Ja.
Bis zum nächsten Mal.